Dann krieg ich wieder ultra ganze. Ah! Oma! Shut up, John. So, meine Kartoffelfreunde. Ich habe es mir mal wieder dunkel und gemütlich gemacht für eine weitere Runde The Evil Within. Und ich bin nebenbei noch im Teamspeak und dabei ist die Jessie. Ich entmute mich mal kurz. Hallo? Hallo. Warte, vielleicht. Das wäre gar nicht mal so blöd, wenn ich das mache. Wenn ich den Tipp habe, ne? Teamspeak ein Ticken lauter machen würde, dann würde das alles auch ein bisschen einfacher werden. So. Es ist so lange her, dass ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe, ich weiß nicht, wo ich aufgehört habe. Du hast die Folge das letzte Mal geguckt, oder? Was? Welche war das? Die letzte Folge. Ja. Du hast sie doch bestimmt geguckt. What the fuck? Warte, hier laufen gerade Menschen durch so ein komisches Kornfeld und hier sieht einfach mal... Hä? Ich bin auf einer Krankenliege mitten in so einem Sonnenblumenfeld. Und der Typ zündet mich an. Jetzt brenne ich. Detective Castellanos. Okay, gut. Gut. Fremde Erinnerungen? War ja nicht irgendwie verstörend oder so, ne? Nein. Jesse, ich hab Angst. Jesse? Ja? Hilfe? Ja, wow, ich bin das. Sie ich bin. Haben unruhig geschlafen. Haben Sie Albträume? Ich bin das erste Mal wieder in dieser komischen Zelle aufgewacht. Ich weiß nicht, hast du alle Folgen geguckt oder nur einige? Nee, nur ein paar. Lass mich los, lass mich los! Hörst du das? Lass mich los, lass mich los! Ein bisschen. Hier schreit gerade einer, lass mich los und... Ich stehe gerade vor der Tür. Hier ist das erste Mal irgendeiner in dieser... Irgendwas... hier, Psychiatrie, genau. Und die hat gerade irgendwie das erste Mal einer aus einer anderen Zelle geschrien und da wollte ich gerade reingehen. Jetzt kommt die Fotze und sagt zu mir, bitte belästigen Sie die anderen Besucher nicht. Yes, ich hab Angst. Mach was, bitte. Ja, ich kann nichts machen. Oh, ich hab einen Schlüssel. Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 6. 3. Danke. Mal gucken, was da drin war. Eine Spritze. Super. Toll gemacht, echt. Brauche ich gar nicht sowas. Okay, gut. Oh, ja, das ist okay. Gut, nö. Okay. Wäre cool, wenn du hier so neben mir sitzen würdest, ne? Dann? Hätte was, oder? Ja. Revolver, Schadensmultiple. Alter. Explosivbolzen, ja. Schockbolzen, ja. Kältebolzen, Blendbolzen, Harpunbolzen. So. Einfach mal alles ein bisschen geradet. Och man. Speichern. Ich kann nicht speichern. Okay, gut. Hä? Ach so, ich muss hier noch irgendwas machen. Ja, warum soll ich mir das denn die ganze Zeit angucken?
fuck! Ich hab auf Pause gedrückt, ne? Oh nein, Alter! Da hätten wir doch mit rechnen können! Oh, Alter! Ich musste... steht ja manchmal so, dass ich Leertaste drücken muss, um mir was anzugucken, ne? Und dann gucke ich mir das gerade so an. Es passiert beim ersten Mal nichts. Dann habe ich mich halt auf diesen Stuhl gesetzt und geupgradet. Oh, ich muss mal jetzt kurz erzählen, dann... bin ich zurückgegangen, wollte eigentlich raus, speichern, ging aber nicht. Und dann hat er wieder gesagt, ich soll mir das angucken, und dann ist das halt so ein Bild gewesen, da hat das Gesicht gefehlt und da kamen so Maden raus. Und ich bin halt immer näher rangegangen und auf einmal kam so ein richtig lautes Geräusch und dann war da so ein ekliges Face und ich habe mich gerade voll erschrocken, obwohl man damit voll rechnen konnte, Mann. Und das Gesicht fehlt da, das jetzt bin ich immer wieder in dem Raum und das Gesicht ist, warum sieht das auf einmal so anders aus hier? Die Musik ist aus. Hier sind Blumen an der Wand angemalt. Hä? Das sieht aus, als ob ich in irgendeiner anderen Zeit wäre. Oh Mann, warum? Warum ist das immer so gruselig bei der alten... Oh Mann! Ficken. Ich sag vor 3 Sekunden, warum ist es immer so gruselig bei der Alten? Und dann kommt noch ein Jumpscare. Warum lachst du nicht? Es ist eigentlich voll witzig. Du hörst mich nicht. Ich lach so. Oh Mann, fick dich. Jetzt bin ich jetzt im komischen Wald. Hä? Jetzt bin ich... Oh, diese Geräusche sind richtig eklig. Nein, nein. Nein, nicht da lang, nicht da lang, nein. Oh nein, nein, lauf, lauf. Gut, ich bin wieder irgendwo am Arsch, ich weiß nicht wo. Ich freue mich immer, wenn ich in irgendeine Gegend komme, wo Licht ist und einfach nichts Böses, ne? Freue ich mich immer drüber. Aber... Hier ist gerade irgendwie nicht so Peace, Love, Freude, Friede, Freude, Eierkuchen und so, ne? Hier ist voll Tod und Zerstörung gerade. Das macht mich voll traurig. Wollen wir ein Lied singen? Okay. Sing mal bitte. Ich dachte, du musst ein Lied singen. Nee, du. Nee. Ich hab mich... Yeah, Alter. Wie kann ich... Scheiß Ratte, in so einem Busch war eine Ratte, ey. Scheiße, Ratte, Ratte. Mann, du kannst singen, das weißt du auch. Nein. Ich seh's schon kommen, gleich passiert wieder irgendwas. La 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 la. Das Haus habe ich schon mal gesehen. Oh, er kennt das Haus angeblich. Warte mal. Das ist die... Jetzt war noch nie, aber... Doch, natürlich war er schon hier. Das ist die Psychiatrie aus dem Intro. Hier haben überall die Autos gestanden. Hier ist der Brunnen. Und da hinten ist der... Tatsächlich, das ist die Anfangsgegend, wo dieser komische Unfall da war, wo wir aufgewacht sind. Ich bin so gut, ne? Hey! Halt, verdammt! Wow. Kapitel 9. Nun, grausame Absichten. Hört sich zuversichtlich an, oder? Auf jeden Fall. Oh, jetzt wieder eine Erinnerung. Oh nee, wieder so viel zum Lesen. Nee. Ausschnitt einer Crimson Post. Kind und Babysitterin sterben tragisch bei Hausbrand in Crimson City 11. Februar 2012. Okay, ich werde das jetzt nicht alles lesen. Wer das lesen will, kann auf Stopp drücken. So. Aber ich will ja jetzt nicht zu der Alten. Da waren wir ja eben. Oh... ist das pervers hier. Warum ist da ein Schlauch auf dem Boden? Ich weiß nie, welches Zeitalter ich gerade bin. Weißt du das? Jetzt schon. Die Gedanken, die wir gedacht haben, als wir gedacht haben, was wir denken. Denkst du das? Ja, klar.
Oh, das hört sich an, als ob irgendwas hinter der Tür da ist. Oh. Mann. Oh. Das wird wieder so übel gruselig. Oh Mann, Hilfe. Mann, ey, oh Gott. Ich krieg schon wieder voll die Gänsehaut. Bitte brenn, 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 brenn. Okay, den kann ich nicht verbrennen. Ah! Was, was, was? Oh Gott! Oh Gott, lauf! Oh Gott, ich kann das gerade nicht. Ah, ich hab voll die Gänsehaut. Aber so richtig. Okay. Und weiter geht's. Mann! Warum verfolgt der Typ mich? Wo ist er? Wo ist er? Hä? Weißt du, auf einmal kommt die panischste Musik, die ich je gehört habe. So ein Irrer erscheint hinter mir und verfolgt mich und alles wird blau. Okay. Also die Farben werden halt so bläulich. Und der Typ läuft und schleicht einfach nur hinter mir her, weißt du, als ob er es nicht nötig hätte zu laufen, weißt du, weil er einfach mal so mehr awesome ist als ich. Und ich dachte gerade, vielleicht irgendwie ist da irgendwas oder so. Und jetzt laufe ich da wieder hin. Ganz einfach. Kann mich am Arsch lecken, die Nutte. Jetzt ist der Zombie aufgestanden. Ah, getötet. Aber warum auch immer da jetzt ein Zombie war. Vor den Zombies habe ich mittlerweile auch gar keine Angst mehr. Es ist nur noch dieser hässliche Typ und vor irgendwelchen Jumpscares. So. Das Doofe ist eigentlich nur, ich kann diesen Typen nicht töten. Und was du nicht töten kannst, macht mir Angst. Ja, lach nur. Alter. Ist das hier ein Labor oder was? Was haben wir hier? Oh. Proband Nummer 58, Test 92A. Elektrodenplatzierung an M33 der Schmerzregion. Wirkungslos. Erwarte bessere Ergebnisse mit Stimulation von Sektion F7 der Neokortex-Region für Einbildung. Hä? Übernahme des Probanden nur mäßig erfolgreich. Individuelle Züge zum Teil noch vorhanden. Ich bin jetzt hier vor so einem Gehirn und könnte... kann so eine Sonde einfügen in das Gehirn, was voll eklig aussieht, aber ich weiß nicht wo. Deswegen spiele ich die Aufnahme jetzt nochmal ab. Proband Nummer 58, Test 92A. Elektrodenplatzierung an M33 der Schmerzregion. Wirkungslos. Okay, Schmerzregion, wirkungslos. Mit Stimulation von Sektion F7 der Neokortex-Region. Oh! Erschreck mich nicht so! Mach das nie wieder! Tut mir leid. Nur mäßig erfolgreich. Individuelle Züge zum Teil noch vorhanden. Ach, ich verliere Leben, wenn ich da falsch reinpieke? Okay. Ich hab die richtige Stelle gefunden, aber... Was hab ich denn jetzt angeleiert? Wow. Weißt du, jetzt... Wie hast du es genannt? Wer jetzt... Pass... Jetzt hat er irgendwas passiert, jetzt piept das hier. Und er fragt sich, was habe ich denn jetzt gemacht? Ist er behindert? Warum macht er es dann? Oder warum muss ich es dann machen? Das ist völlig schwachsinnig. Naja, du kannst mir vieles beibringen. In der Wissenschaft muss man jede Menge Dinge tun, die Laien abstoßend finden. Ich habe auch schon vieles getan, das für andere geschmacklos ist.
Sie denken, ich bin sowas wie ein Monster. Du machst dir viel zu viele Gedanken um dein Äußeres. Dabei ist doch dein Verstand das, was wirklich zählt. Und die Gedanken verschwinden. Das ist Marcello. Marcello. Ist der andere Rüvik? Oh, wenn dieser Geist gleich wiederkommt und ich wegrennen muss, ne? Dann krieg ich wieder ultra ganze. Ah! Oma! Ich rechne voll heute nicht mit gar nichts! Oh Mann! Das Schreien hast du nicht gehört, oder? Doch. Ich hab voll gegen meinen Computer getreten. Notiz aus dem Esszimmer im Anwesen. Endlich habe ich einen Weg gefunden, die Pforte. Bla 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 bla. Alter. Warum ist denn das? Weißt du, diese Tür. Woher soll ich denn auch wissen, dass auf einmal durch diese Tür so ein hässlicher Zombie kommt und mir ins Gesicht springt, Alter? Und ich sehe schon, komm, gleich kommt wieder der Geist. Ach so. Ah, okay. Ich habe, das mit dem Gehirn, was ich eben machen musste, hat die, ich muss von durch so eine riesige Stahltür und der hat den ersten Riegel geöffnet. Ach ja, die Tür ist abgeschlossen. Ach, da ist noch eine, ein Schlauch kommt da noch durch, okay. Kommt her, ihr Hurensöhne, mich kann nichts mehr schocken. Oh nein, die Szene kenne ich. Oh nein, die Szene hat Gronkh in dem Pre-Release gespielt. Er konnte ja etwas spielen, weißt du? Also schon vorher. Und dann und dann hat er genau die Szene gespielt, wo ich jetzt bin. Nein. Oh, das ist ich schieß gerade zwei solche Scheiß-Zombies mit so einem hässlichen Granatwerfer ab und das explodiert einfach nicht. Komm noch. Yo. Boom. Ich glaube echt, ich habe keine Feuerzeuge mehr. Keine Aschenbecher. Keine. Wie heißt denn das? Wie heißt das? Okay, was du meinst. Nicht Aschenbecher, Streichhölzer. Hier ist jetzt das rote Licht von meiner Granate, aber es explodiert einfach nicht gut. Oh, und ich weiß ganz genau, dass in dieser Szene gleich nochmal der hässliche Rüvik kommt. Dieser hässliche. Oh nein, ich will nicht. Hallo? Oh, ich warte doch nur auf den nächsten Jumpscare. Hilfe! Ich habe so Angst. Ich will das nicht. Notiz aus Rüviks Zimmer. Ich habe sie wieder gesehen, am Ende des Flurs. Ihr langes, schwarzes Haar, schön wie immer, glänzend im Mondschein, die Augen wie dunkle Teiche in ihrem Porzellangesicht. What the fuck, was ist das für eine Beschreibung? Nein, ich hab's weggeklickt. Oh Mann. Ah, Mann, er kommt wieder. Es wird nur alles blau und ich höre nur dieses Geräusch. La 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 la. La la la, du findest mich nicht. Oh. Nein. Oh, lauf. Oh Gott, nein. Ich bin tot. Er hat mich nur angefasst. Ich war gerade in der Ecke, er streckt seinen Arm aus, ich zerfetz und flieh hin. Ernsthaft? Wow. Was hab ich denn jetzt angeleiert? Bitches, please. Oh, jetzt darf ich alles wieder einsammeln. Ein eigenes Forschungslabor. Aber ey, jetzt bin ich gewappnet. Ich
kann dem Zombie jetzt hier, der mir gleich entgegenspringt, der kann mir jetzt am Arsch lecken. Er springt mir einfach mal entgegen und ich habe ihm direkt die Axt in die Fresse gehauen. Ja. So gehört sich das. Alter, das ist so pervers. Ich will nicht mehr spielen. Bitte. Ich will nicht mehr. Okay. Wie haben wir das eben gemacht? Diesmal ist es explodiert. So, gut. Ach was, natürlich sterben die Viecher nicht. Nein, natürlich seid ihr nicht tot. Nee, ich habe euch ja nur mit einer scheiß Granate abgeworfen. So. Oh, ich will nicht wieder in dieses Zimmer, dann kommt der Bruder wieder. Oh Mann. Nee, ich hab Angst vor dem. Okay, gucken wir erstmal weiter. Also in den Raum gehe ich erstmal nicht, den meide ich. Die Tür hier ist zu. Alter, hier muss aber auch was passiert sein, du, ne? Oh, das Badezimmer! Lass uns mal richtig... Wieso ist eigentlich auf Toilette immer so ein Schleim? In dem Schrank kann ich mich verstecken? Kann ich mich vor dem Geist verstecken? Denkst du das? Oh, Kartenfragment. Denkst du, ich kann mich vor dem Geist verschrecken? Keine Ahnung. Hast du gerade gelacht? Nein. Okay, dann war das im Spiel. Okay. Ich versteck mich einfach im Schrank und gehe nie wieder raus. Ja, ich weißt du, die hat sich gerade genauso angehört wie du, die Lache von der Frau. Oh, fuck. Ich hab voll die Gänsehaut. Okay, warte, wir machen das jetzt so. Wir holen jetzt den hässlichen Hurensohn. Und wenn wir den Hurensohn dann geholt haben... Oh, hier sind Streichhölzer. Dann verstecken wir uns vor dem. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich hoffe es, ne? Okay, hier hat gerade irgendein Zombie die Tür aufgetreten. Oh! Alter. Mann, was ist denn los heute? Ist das heute ein richtiger Scheißtag, ist das heute? Oh Mann, ich will nicht nochmal diese Notiz lesen. Aber jetzt kann ich sie zu Ende lesen, genau, wo waren wir da genau? Sie trug ihr rotes Lieblingskleid wie ein blutroter Sonnenuntergang. Wie eine Blutspur im Schwindenlicht. Laura, du kannst nicht tot sein. Okay, er hat seine Frau getötet? Oder ist sie getötet worden oder ist sie gestorben? Hä? Ruvik! Okay, er kommt nicht. Yay! Ich habe so Angst vor dem Typen, wenn er jetzt immer kommt, ne? Digga! Was sind das für Geräusche? Oh! Was zur Hölle war das? Das war ein Bus. Was? Ein Bus. Nein! Es ist einfach nur hinter mir so eine Eisentür aufgegangen und auf einmal so ein Fleischwolf und irgendwas hat mich angezogen. So nicht, Freunde! Oder liegt... Ein Zombie liegt auf dem Boden und die Füße gucken so halb raus. So richtig undercover, ey. Nee, Mann, echt. Wow. Oh, die ist tot. Aber da hinten lebt einer. Okay, dich verbrenne ich, dir vertraue ich nicht. Burn, Motherfucker! Na, du Nudel! Ah, er ist explodiert. Also sein Kopf. So, jetzt war am Ende des Ganges da hinten vorhin nochmal eine Tür. Da wollen wir jetzt nochmal rein. Warum ist das hier auch so groß? Warum ist das hier auch so gruselig? Ich will dieses Spiel nicht mehr spielen. Hallo? Hallo? Oh, hier ist so eine Statue. Oh yeah, ich habe wieder meinen Schlüssel gefunden.
Was immer diese Schränke? Du hast, ich meine, man hat eh schon Angst, Schränke aufzumachen, ne? Aber wenn da dann auch nichts drin ist, ist das Kacke. Dann benutzen wir mal unsere Erste-Hilfe-Spritze. Stecken uns die ein. Warum ist da nichts drin, Mann? Es quietscht immer nur so pervers, ne? Hä? Lol. Wir können hier durch einen Kamin gehen. Hä? Nochmal. Jetzt dürfen wir wieder das mit dem Gehirn hier machen. Okay, jetzt hören wir uns das mal wieder an und gucken mal. Proband Nummer 12, Test 71B, Elektronenplatzierung A2. Stimulation der Amygdala, Ursprung der Emotionen und Erinnerungen, das Angstzentrum. Oh, weißt du, was das Ekelhafteste ist? Doch dieses Gefäß ist viel zu schwach, um die seelische Belastung zu überstehen. Warte. Weißt du, was richtig eklig ist? Dieser Kopf, den ich, wo ich jetzt, oder dieses Gehirn, wo das, und der Kopf ist ja, also, das ist halt nur die Schädeldecke fehlt, ne? Und der Typ guckt die ganze Zeit so rum und blinzelt. Wo ich jetzt dieses Ding reinmachen muss. Weißt du, wo das Angstzentrum ist? Vom Gehirn? Hallo? Jessi? Hier muss doch irgendwo ein Hinweis sein oder so. Da, Proband Fear, vorne links, das ist also da und da, da muss das... Hä? Wenn er links und rechts muss es doch... Okay, versuchen wir nochmal. Da müsste das doch theoretisch... Proband Nummer 12. Hier da sein. Elektronenplatzierung A2. Stimulation der Amygdala. Ah. Doch, haben wir hingekriegt. Jessi, bist du noch da? Okay, gut, dann darf ich halt jetzt allein. Ich kann ja schlecht reden. Achso, warum? Weil meine Schwester gerade bei mir ist. Ah, okay. Aber du hast gehört, was ich eben gesagt habe, ne? B-Teils. Ah, okay. Oh! Oh, Vater, wenn du nur wüsstest, wie erfüllend dein Gesichtsausdruck ist. Hast du gedacht, dass ich mich in Luft auflöse? Wenn du mich einsperrst, aus den Augen, aus dem Sinn. Hast du? Das hast du, nicht wahr? Nun, du bist mir nie aus dem Sinn gegangen. Ich hoffe, ihr seid stolz auf euch. Ey, ich sehe schon kommen, gleich kommt wieder irgendwas, explodiert, greift mich an. Warte mal. Sind das deine... Nee, das kann nicht sein. Oh nein, 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 nein. Schnell zurück. Ich kann nicht mehr dahin. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh... Oh, ich krieg voll die ganze Haube so einer Scheiße, ey. Oh! Wie denn? Meine Fresse, Alter. Oh, ne. Ey, cool, aber immerhin haben wir jetzt hier einen Speicherpunkt gehabt. So, gut. Oh, die Folge ist, glaube ich, hier beendet. Ey, das ist genug für mich. Ich schaffe das nicht. Mehr kann ich heute nicht. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben und vergesst nicht, das Video zu teilen oder halt zu favorisieren oder so. Und abonniert mich, wenn euch das Video gefallen hat. Ich sage erstmal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Schlechte Unterhaltung und Kartoffelsalat. Tüdelü.